Hallo zusammen, hier der Bert. Heute habe ich wieder einen Quick-Tipp für euch, nämlich wie sollte man vorgehen, wenn man das Bild mit dem Grafiktablet oder mit dem Trackpad so aus Versehen dreht. Entweder kann man versuchen, wieder das Bild mühselig zu drehen oder einfach das Bild wieder schließen und öffnen. So war früher meine Vorgehensweise, war sehr mühselig, doch es gibt eine einfachere Variante. Ich bin erst per Zufall auf diese Möglichkeit gestoßen, nämlich einfach die Taste Esc drücken und voilà, das Bild wird wieder so original hergerichtet. Falls man das nicht mehr möchte, kann man einfach hier unter Voreinstellungen, Werkzeuge und Gesten deaktivieren. Dadurch passiert das nicht, also wird die Gesten deaktiviert und man kann nicht wieder aus Versehen das Bild so umdrehen. Der Nachteil ist, wenn man diesen deaktiviert, kann man mit dem Finger nicht mehr rein- oder rauszoomen. Also nur, wenn man einen Trackpad oder Grafiktablett hat. Als Alternativ kann man auch hier mit dem Bildlaufrad zoomen. Dann kann man einfach mit der Maus rein- und rauszoomen. Geht auch, aber mir gefällt mit der Gestik rein- und rauszoomen. Da ich als Linkshänder bin, ich das optimal für mich. So, ich schließe das mal wieder. Das wäre mal heute mein Quick-Tipp. Ich hoffe, ihr konntet wieder etwas Neues lernen und bis zum nächsten. Euer Bert.